Miefi? Hallo und herzlich willkommen Ja. zurück zu Minecraft WG. Zusammen mit dem Miefi. Hab noch Ja, nicht hallo. gestartet. Warum nicht? War Miefi letzte Folge dran oder was? Haben wir schon vier Folgen? Ja, ich bin dran. Oh, Ja. okay. Entschuldigung, da darfst du doch, Babitsch. Nö, meine, ja, dann starte Nicht ich. lass hier. Meine Aufnahme läuft. Ich zähle nochmal runter für Julia extra. Ja, 3, wunderbar. 2, 3, 1, 1. Start. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft WG hier mit der Julia. Hallo. Bei allen anderen gibt es jetzt zwei Anzählungen. Einmal Ihr mit der seid Ria. so Hallo. hochprofessionell, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit OBS oder Co. aufgenommen habt. Ihr bringt das jedes Mal wieder fertig, dass meine Folgen immer mit Start oder so beginnen. Start habe ich nicht gesagt. Das ist doch total einfach. 3, 2, 1, warten und dann anmoderieren. Ich hasse euch manchmal so sehr. Hab ich Das doch war jetzt gemacht. auch mit voller Absicht. Nee, das ist, aber es kommt so oft vor. Eieiei, diese hochprofessionellen YouTuber immer. Also bei mir ist alles Deswegen immer magst du richtig. uns doch. Professionell. Oh. Ah, der war gut. Alter. Schock. Wah! Ich habe gerade den übelsten Grafikbug oder so. Was war zu Solange es jetzt nicht hier? halbe Beine bei Charakteren sind wie damals Hamster. Ich mach mal einen Screen. Ich schicke euch den mal. Nee, ich kann euch den nicht schicken. Scheiße. Twitter ihn doch einfach. Ach so, darf Nee, ich keinen ich kann Platz es ja nehmen? gerade nicht screenen. Ach so, warum nicht? Da wird der Baum stehen, dann Bitte. einer frei. Kommt das hier hin? Druck. Eins, zwei, drei, vier, Mal fünf. kurz einen Push machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1, 2, unser 3, 4, 5. Wodka-Lager Bla, ist bla, bla, natürlich bla, bla. riesig. Was mit unserem Erst, Wodka-Lager? äh, erstmal, unser Wodka-Lager ist natürlich riesig. Erstmal fast mitnehmen, Party machen. Mach das. Gibt hier eine Stelle, wenn ich an der Stelle gehe und geradeaus schaue, kriege ich immer das zu sehen. Sieht interessant aus. Das ist mein Kopf? Das kann ich nicht sagen. Es ist was Lilanes dran. Also ich connecte mal neu. Vielleicht hilft Link das. öffnen. Ah, interessant. Oh. Okay. Ja. Warum ist hier eine Naga? Ja, jetzt ist es du. Ach, Alter. Was ist das für ein Bug? Noch Kies. Ich habe noch Kies, aber nicht mehr viel. Ich frage mich gerade, wie weit die. Ich meinte, sie haben da bald genug Platz für Bäume. Kannst du das mal angucken? Kannst du ja auf. Ist ja, wie ich mir das gedacht habe, ja. Brauchst Hier. du noch rote Paprikasamen? Das heißt, hier kommt jetzt der nächste Setzling hin. Hier. Was sind immer dann und dann. Ja, Samen sind immer gut, nur vom Mais nicht unbedingt. Davon haben wir erstmal Okay. genug. Für eine Das ist große aber nur an der Baumplantage hier. Stelle. Das ist komisch. We Dann gibt es da Weizen vorne wäre auch immer einen ganz Bug. gut, weil das können wir für Brot gebrauchen. Ja. Alles klar, das hörte sich brutaler an, als es war. Was denn? Das hört sich an, als wenn hier alles in sich zusammenfällt. Ja, mach ich doch. Das bin ich, Entschuldigung. Brauch gerade Erfahrungspunkte. Kies, damit es wenigstens ein bisschen was aussieht. Ja. Und da es hier welchen gibt, brauche ich einfach hier den Berg weg. Das stört doch sowieso, Ist der Berg. in Ordnung, komm Felder hin. Richtig. So kilometerweite Felder ist schon in Ordnung. Nächstes Mal musst du was zu essen So. mitnehmen, wenn du auf die Felder gehst, weil du einfach so weit lange läufst. Ja. Eine Karte, Schlafsack. Also wenn wir es schaffen, den ersten Portpunkt auf die Felder zu kriegen, weil die 1000 Meter weit weg sind, dann wisst ihr Bescheid. Dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. So. Der neue Wolfie. Ja, hier, das ist auch bald fertig. Naja, Mücken. Oh. Rote Paprika. Können wir die gerne nochmal anpflanzen? So. Gut. Haben wir zu Hause noch Knochen? Bestimmt Weiß das schon. irgendwo.
Wer weiß das schon? Da, da sitzt ein Ding, da ein. Boah, hier ist alles voll Mücken verseucht. Ich habe aber unterwegs irgendwie noch nie großartig Mücken gehört. Die haben wahrscheinlich einfach keine Zeit zum Spawnen. Die wohnen alle hier. Hier waren schon welche. Die wohnen alle hier. Alle, ja, wahrscheinlich. Da ist hier keine Knochen drauf, die Mücken. Da hätten wir genug. Ja, oder überhaupt irgendwas. Die lassen ja nichts fallen. Lungendroppen und sowas, habe ich gehört. Okay. Jetzt, wieso lockt. Oh, das leckt ja so viel. Ja, ich hab's mir auch gedacht. Wer ist schon wieder so weit weg? Das heißt ja schon wieder. Ihr seid alle viel mehr gelaufen als ich. Aha. Ich versuche ja, Zeug zu finden, aber irgendwie bin ich nicht so der Finder. Man kann bald wieder schlafen. Ja, mit der Ruhe. Wir waren doch gerade noch Hundis in der Nähe. Aua. So, ich leg mich hin. Gute Nacht. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Oh. Nichts mehr in der Tasse drin. Das ist ja irgendwie jetzt nicht so gut. Cheat happens. Oh, machen das wir noch so eine Reihe. Zombies? Eins, zwei, drei. Okay. Oh komm, lass mich doch einfach in Ruhe, ey, ihr Scheißviecher, ey. Okay. Nerv ich nicht, wahr? Ja, aber nur hinten auf den Feldern sind die. Ja, die sind nur da. Und meistens und drei, halt drei Schwärme gleich. Total nervig, weil das halt auch direkt an meinem Haus ist. Ich höre die Viecher dann immer und sie nerven mich immer und oh. Was ist denn bitte Squash? Außer, dass es eine Sportart mit dem Namen gibt. So ein komisches Wintergemüse, oder? Wintergemüse? Dann nehme ich die auf jeden Fall mit. Ja, ob die hier im Winter wachsen, weiß ich natürlich nicht, aber... Kann man ja mal versuchen. Wäre ja, schon nice. Und was genau bringt uns jetzt, dass das Rather Alkohol hat? Zum Einlegen, zum haltbar machen. Aus und Alkohol warum? Machen wir Essig. Und aus Essig, okay. Da können wir Sachen einlegen. Aber und dann, Essig haben wir noch nicht. Doch, müsste jetzt fertig sein, ich kann mal gucken gehen. Aber noch nicht viel, so quasi, oder wie? Gestern erst, warte mal, wir haben jetzt schon zwei Nächte geschlafen, eigentlich müsste Essig fertig sein. Drei Fässer haben, müssten wir Essig haben. Ja, aber geht's darum, weil dann hätte sich doch das Tonkrug-Problem erledigt, oder? Nee, danach muss immer noch ein Ton kriegen. So. Ja, wir haben Essig, drei Fässer haben wir. Mhm. Da könnten wir mal irgendwas einlegen, Mief. Ja, doch. Aber ich glaube, das ist instant fertig, ne, wenn man das einlegt, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, 8 Stunden oder so stand dabei. Wird aber nicht mehr ganz so sicher. Wie viel muss man einlegen? Ist es auch irgendwie, kann man das ganze Ding voll machen, oder? Ich informiere mich. Das ist gut. Hier haben wir noch Kies, das ist ja praktisch. Haben wir irgendwo eine Kiste für Ton, weil ich habe so viel Ton eingesammelt. Im Haus, ja. Echt? Mhm. Mittig ungefähr. Ich. Sand, Ton, da. Ja, ist natürlich voll, ne? Mit Ton? Ne, mit fertigem Tonzeug, glaube ich. Oder halbfertig, je nachdem. Ja. Bitte sei weiblich. Nice. Hast du einen neuen weiblichen? Ja, der hat sowas wie den Hund, wie den Hut. Der ist viel besser als der Baumhut. Okay. Viel besser. Ja, Brian can be used. Wir brauchen Brian. Alles klar, jetzt müssen wir da noch Salzwasser reinkippen. Ja, ich glaube, man muss ein Eimer Essig in so und so viel Salzwasser reinkippen, ne?
A single bucket of vinegar to a barrel containing at least 1000 MB of salt water. Ja, 1000 MB Salzwasser und ein Eimer Essig. Und dann sollte da Brian sofort daraus entstehen. Ein Eimer Essig auf 1000 Millibuckets. 1000 Millibuckets sind genau ein Eimer. Kann ja nicht sein. Ja, ein Eimer auf ein Eimer. Nee, das glaube ich nicht. In einem Fass geht da. Also muss ja, aber Fass, ich glaube, du musst den Fass quasi voll machen bis auf einen Eimer und dann den einen Eimer Essig rein. Meine ich zumindest, es so gesehen zu haben. Also hier steht es in der 1000 Millibucket-Version. Ja, aber 1000 Millibuckets sind genau ein Fass, ein Eimer. Die würden ja nicht schreiben, ein Eimer auf einen Eimer, das ist so bescheuert. Und da können sie es ja schreiben, anstatt 1000 auf einen, anstatt 1000 Millibuckets auf einen Eimer. Das ist verständlich, nicht, ne? Das war genauso verständlich wie meine Fassung. Schon in Ordnung. Ja, warum sollten sie schreiben, ein Eimer auf 1000 Millibuckets, wenn 1000 Millibuckets ein Eimer sind? Dann können sie auch gleich schreiben, ein Eimer auf ein Eimer oder 1000 Millibuckets auf 1000 Millibuckets. Wiki-Einträge sind nicht immer sinnvoll. Ja, doch, Wiki-Einträge sind immer sinnvoll. Ja, genau. Okay, lassen wir sie stehen. Wiki-Einträge halt. Keine Ahnung, müssen wir rumprobieren. Dann mache ich das gleich mal. Salzwasser habe ich ja schon bereitgelegt. So, mein... Wo ich die Bäume anpflanzen will, ist auch fertig jetzt. Oh, Julian, einen schönen Hut. Dankeschön. Julian, guck mal, hier hinter deinem Haus entsteht die Obstplantage, ne? Du siehst das hier. Ich habe da schon Wege vorbereitet. Okay, ist okay. So, dann gehe ich jetzt Hundis abholen, damit die wirklich mal hier zu Hause ankommen. So, was haben wir denn hier? Salzwasser, ne? Das ist doch Salzwasser. Hier sind, wie viel drin? Ich habe Native Platinum. 8000 Millibuckets. Das heißt, es ist genau ein Eimer frei. Nee, warte mal. Öffnen, egal. Also, das ist, okay, so. Was habe ich hier drin? Ich habe hier halt Salzwasser drin. So. Hier habe ich jetzt 9000 Millibuckets Salzwasser. Jetzt mache ich mal hier so Essig auf. Öffnen. So, wie kriege ich denn da überhaupt einen Eimer raus? Einfach mal hier so machen. Ah ja, okay. Wollen wir ja schließen, weil wenn es regnet, hat es sonst nämlich das ganze Zeug ver. Super, jetzt bin ich in so einem Dampfbad gelandet und komme nicht raus. No. Jetzt muss ich das da irgendwie draufkippen. Jetzt habe ich hier Sol. Sol, richtig? Dachte ich, wir wollten Brian. Ja, du hast es auf Deutsch, ne? Dann dürfte das eigentlich so sein. Brian. Sagst du? Dann guck dir mal das Fass hier an, ob das richtig ist. Hast du auf Englisch? Ich glaube nicht, ne. Nein. Ich hab's auch auf Deutsch. Ja, dann müsste hier wohl aber richtig sein. Es sollte aber passen. Ja, das sollte passen. Gut, dann schreiben wir daran mal dran. Sohle. Und da soll man alles einnehmen können, was es so gibt. So Fleisch und... Ja, Fleisch bringt uns ja nicht viel. Hast du irgendwas von, einen vollen Stack irgendwas von? Tomaten oder sonst irgendwas? In der Tasche gerade nicht, aber drinne müsste eigentlich sein, in den Kisten. Guck mal die Felder. Okay, bald ist Weizen fertig. Kann ich Weizenbrot machen? Hier sind total viele Tomaten. Sind die noch nicht fertig? Nee. Sind alle erst Tomaten, 80% oder so. Hier, warte mal. Ich guck mal. Ja, aber du musst wieder einen vollen Stack haben von irgendwas. Nee, das ist immer noch kein voller Stack. Sojabohnen. Nein. Sugar Raw. Rotten. Dann machen wir ein bisschen Mix Pickles. Cool. Aber warte, jetzt muss ich hier dann quasi in Brine einlegen und danach in Essig. Kann ich die nochmal einlegen, oder? Ich glaube, da war irgendwas. Das weiß ich nicht. Hier steht auf jeden Fall, dass du es ins Brine einlegen kannst. Ich frage mich aus, ob wir aus Beeren auch Essig machen können. Weil ich brauch's ja nur die Fruchtsäure und das müsste ja in Beeren auch sein. Ja. Ach, no schön, berries. Dass ich hier schon wieder was nicht. Ja, ja. Das Zeug nicht abbaut. Beeren geht's auch, aber. Aber? Die Beeren geben dir halt weniger in der. Ich komm gleich zurück, Julia.
Was sind die Essig? Ja, kein Ding. Wenn du die anbaust, bringen die auf jeden Fall weniger Pieces, also weniger Unzen. Ja gut, das macht ja nichts, aber wir haben sie ja schon, deswegen ist ja... Aber ist gerade nichts gewachsen, oder? Ich habe gerade mal geguckt. Was, hier? Vier Stachelbeeren sind 22 OZ. Wir haben drinnen schon was, ich habe hier schon mal abgebaut. In der Bärenkiste. Wir haben sogar eine Früchtekiste. Genau. Warum steht hier ein Obsidianblock? Oh Mann, hier ist ein Basaltblock. Wo? Warte, ich habe die gerade dabei, alle. Hier hinten. Die sind ja rosa, die Kisten. Ja. Also die extra Früchte, Gemüse, Brot, Teig. Da oben. Brot, Teig. Ja, ja, Brot und Teig wollte ich eigentlich schreiben, aber dann ich war zu faul, das zu ändern. Ist wie das eigene Schild, was wir hinten noch irgendwo haben. Was hast du jetzt für Früchte? Wo hast du jetzt? Hast du noch irgendwas? In der Früchtekiste ist alles drin, was du in der Keramikkiste dann, oder was? Genau, genau. Das steht aber da, wenn du drüber fährst. Mit dem Mauscursor. Denn dran, was drin ist. Ja, ich brauche wie viel? 100, ne? Ja. 76 plus 22 reicht nicht. Gut, alles klar, reicht nicht. Keramikgefäß. Wird das auch geklärt? Folge ist schon wieder vorbei. Ja, aber erst seit 1 Minute und 20 Sekunden. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.